Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen hier bei WH Self Invest. Mein Name ist Stefan Fröhlich und ich habe die große Freude, Sie heute durch dieses Webinar begleiten zu können. Wir haben ein sehr interessantes Thema. Es geht um das Thema fallende Kurse. Es geht sogar um das Thema, ja, könnte es eventuell einen Crash geben? Wie sieht das aus, wenn solche Ereignisse passieren? Wie kann man sich dagegen wappnen? Und wir wollen das heute in der Praxis ein wenig durchführen. Ich möchte Ihnen das gerne zeigen, wie man sich absichern kann gegen fallende Kurse, beziehungsweise also seine Bestände absichern kann, wenn Sie zum Beispiel Aktien im Depot haben oder offene Positionen haben, die Sie nicht verkaufen möchten in einer solchen Phase, sondern vielleicht irgendwie weiterhalten wollen. Dann gibt es gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Entweder man geht in Cash, ne, ins Barvermögen, oder man sichert das Ganze ab. Und das möchte ich Ihnen heute zeigen, wie das funktioniert. Oder aber auch, man kann ja auch von fallenden Kursen partizipieren. Es sind ja mal beide Richtungen möglich, ne? Ich kann ja sowohl bei steigenden Kursen Geld verdienen als auch an fallenden Kursen. Auch das ist nicht so bekannt, aber ja, wir werden das heute ändern mit diesem Webinar. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Freue mich, dass Sie so zahlreich da sind und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß in der nächsten Stunde. Sie haben die Möglichkeit, mit mir hier zu interagieren. Das heißt, ich habe hier so ein Fragenfenster offen und Sie haben einen Chat und Sie können mit mir chatten und können mir dort Fragen stellen. Und ich werde nach bestem Wissen und Gewissen es natürlich versuchen, die alle bestmöglichst zu beantworten. Bevor wir aber richtig reinstarten, hätte ich noch zwei Kleinigkeiten oder zwei Bitten. Und zwar das eine ist, ich poste Ihnen hier gerade mal einen Link in den Chat. Das ist ein Link zu einer Umfrage des Deutschen Kundeninstituts und da würde ich Sie bitten, einfach mal mit dran teilzunehmen. Wir brauchen da noch so ein paar Votings und da geht es um den besten CFD-Broker beim Deutschen Kundeninstitut. Ist eine kleine Umfrage, dauert nicht lange. Wäre klasse, wenn Sie da vielleicht mal raufklicken und dann am Ende nach dem Webinar einfach diese kurze Umfrage mal für uns durchführen. Ist für uns super wichtig als WH Self Invest und deswegen diese kleine Bitte. Und das Zweite, was ich noch habe am Anfang, ist, ja, ich würde gerne mal sehen, wie die Gruppe hier zusammengesetzt ist, um mal so einen kleinen Überblick zu bekommen. Ich sage es aber auch gleich, ich starte die gerade mal. Und zwar hier ist die Umfrage mit der Frage, wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, in den letzten 3 Jahren oder ich trade im Moment nicht an den Märkten. Aber als kleine Anmerkung vielleicht vorneweg, dies ist ein Basics-Webinar. Also, ja, wenn es gibt hier keine großartigen Profi-Tricks, sondern wir wollen wirklich von null anfangen. Wir wollen möglichst auch den Anfänger abholen oder denjenigen, der noch nie Short-Geschäfte gemacht hat. So nennt man das nämlich, wenn man auf fallende Kurse setzt, Short-Geschäfte zu machen. Wir wollen uns die Produkte genau angucken, die da notwendig sind oder die man dafür braucht und ja, ein paar Kriterien aufstellen, was es denn so auf sich hat bei der Brokerauswahl und ja, was WH Self Invest, denn wir sind ja nun mal ein Broker, da entscheidend zu beitragen kann. So, jetzt haben wir 81%, die abgestimmt haben. Sehr schön. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, das ist sehr ausgeglichen. 32% mehr als 4 Jahre dabei, 34% in den letzten 3 Jahren und auch 34% immerhin sagen, na, ich mache mal lieber nichts am Markt im Moment. Das ist mir alles zu kompliziert, zu komisch. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. So, jetzt muss ich, das hatte ich eben noch vergessen. Ich war die ganze Zeit der Meinung, Sie sehen meinen Bildschirm schon, aber den sehen Sie noch gar nicht, wie ich das gerade festgestellt habe. Jetzt sehen Sie auch meine Startfolie hier mit den Produkten für fallende Kurse und unseren berühmt-berüchtigten Risikohinweis, den ich Sie auch bitte zur Kenntnis zu nehmen, denn wir werden uns ja heute mit Produkten auseinandersetzen, die man zu der Familie der Derivate zählt. Ja, Derivateprodukte, zum Beispiel Contracts of Difference oder abgekürzt CFD. Daneben gilt auch der Devisenhandel Forex als Derivat und natürlich die Futures, die sogenannte Champions League zum Handeln, die haben wir heute auch auf dem Plan. Ich werde auf beide Produkte sehr genau eingehen, denn das sind diejenigen, die wir brauchen, um eben Short-Geschäfte machen zu können, um also auch auf fallenden Kursen
auf eine Kurse zu setzen. Ich werde Ihnen das auch kurz erklären, was man unter Short versteht. Dann schauen wir uns an, wie man auf einfachste Art und Weise mal eine Trendbestimmung hinbekommt, denn das ist ja sehr wichtig. Wir müssen ja wissen, wann wir diese Absicherung starten müssen und wann wir sie wieder auflösen müssen. Ja, das ist ein Timing-Problem, was wir hier lösen müssen, und das wollen wir mal anhand von zwei Beispielen, drei Beispiele, um genau zu sein, möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das selbst bestimmen können, auf sehr einfache Art und Weise. Die Plattform, die wir dazu benutzen, sowohl zum Handeln als auch zu analysieren, wird unser hauseigener Nanotrader sein. Ich freue mich auch, dass wir das Ganze hier in Zusammenarbeit mit der André Stagge Trading Academy durchführen können. Vielen Dank auch nochmal an die Stelle von André, der ja Mittwoch für seine Community-Anhänger und ja, die Mitglieder der Community da schon mal den Grundstein gelegt hat in einem eigenen Webinar. Er wird heute nicht mit dabei sein. Das hier ist heute ein reines Praxiswebinar, was von mir halt durchgeführt wird und was von uns von WHSelf Invest damit begleitet wird. Und so hat jeder sein Part. Der eine erklärt, warum es runtergehen könnte mit den Kursen, und der andere eben, wie man es dann umsetzt. Dann werden wir ein kleines Screening machen. Screening heißt, wir gucken uns verschiedene Märkte an, um da auch festzustellen, wie die Sachlage dort ist und ob da Handlungsbedarf ist, dass die Kurse fallen könnten, ob man, wenn man eben Positionen in diesen Märkten hat, da etwas tun muss, also sprich, ja, eine Absicherung starten. Dann werde ich Ihnen noch erklären, wie das brokertechnisch eben aussieht, worauf Sie achten sollten, was wichtig ist. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich auch noch ein Trade-Beispiel, wie man das Ganze dann wirklich Schritt für Schritt umsetzt. Das werde ich Ihnen sehr, sehr genau erklären. Also Sie sehen, viel los für die nächsten 60 Minuten. Wir werden viel sehen und ich werde Ihnen auch viel zeigen und erklären. So, gehen wir an die Plattform. Da ist er auch schon, unser Nanotrader. So sieht der ganze aus. Ich mache meinen Chart ein bisschen größer. Gleich zur Erklärung, was sehen wir hier? Wir haben einmal auf der linken Seite, und zwar genau in, ja, müsste jetzt funktionieren, ja, in diesem Bereich hier, da haben wir eine sogenannte Kursliste. Diese Kurslisten, sehen Sie schon, sind mit verschiedenen Symbolen hier bestückt. Und natürlich sehen wir einmal den Bitkurs, und wenn wir das auch ein bisschen größer machen, dann sehen wir auch den Ask-Kurs. Das hat sich jetzt eben nochmal verschoben. Also wir sehen zwei Preise für diese Produkte. Wer jetzt nicht weiß, was ein Bit- und ein Ask-Kurs ist, das ist nicht weiter schwierig. Sie sehen hier, steht es auch, das ist der Germany 40 CFD. Das ist der CFD auf den DAX. Und ein CFD hat immer zwei Preise, nämlich den Geldkurs, wie man das auf Deutsch nennt, oder auf Englisch heißt das Bit. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dieser Begriff, das Englische. Und der Ask-Kurs, das ist der Briefkurs. Und das ist der Kurs, zu dem Sie kaufen. Sie kaufen also immer zum Ask oder zum Briefkurs und verkaufen immer zum Geld oder zum Bitkurs. Die Differenz zwischen den beiden sehen Sie hier auch. Die ist hier fix. Bis 17:30 Uhr auf 1,2 Punkte beim DAX. Das ist bei den unterschiedlichsten Instrumenten tatsächlich auch unterschiedlich. Bei den verschiedenen Instrumenten unterschiedlich. Und der ist, bleibt aber auch fix. Egal, ob es irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Ereignisse gibt, der Unterschied ist immer 1,2 Punkte. Und das ist auch sehr sympathisch, weil selbst der Future hat einen minimalen Spread von einem Punkt. Den werden Sie immer haben. Da führt doch kein Weg dran vorbei. Das ist auch irgendwo Natur gegeben, weil, warum ist das so? Weil der Käufer eben einen anderen Preis zahlen möchte, als der Verkäufer haben will. Und nur wenn die beiden sich treffen, kommen ja Geschäfte zustande. Und solange die immer noch im Bietverfahren sind und jeder seine Preisvorstellung erstmal darlegt, bevor er zuschlägt und ein Geschäft macht, dann hat man halt einen Unterschied und der ist minimal, Minimum einen Punkt groß. So simpel ist das. So, jetzt gehen wir hier mal in unseren Chart. Wir sehen hier einen Chart. Auch das ist, nee, das ist die Wall Street. Kommen wir mal auf den Germany. Den wollte ich eigentlich zeigen, den DAX. Wir wollen ja schließlich den deutschen Index hier zeigen. Genau, da ist er. Hier ist also unser DAX aktuell bei 16.628 Punkten. Wir sehen hier eine Einfärbung des Charts und in dem Moment werde ich jetzt auch mal die Kamera ausmachen für Sie, damit Sie da jetzt wirklich auch komplett mal meinen Bildschirm sehen und mich nicht da immer oben
sehen. Das kann auch sehr störend wirken, deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf den Chart. So, wir haben einen Hintergrund, der eingefärbt ist. Grün ist Kauf, Rot ist Verkauf, Grün ist Kauf. Also Sie sehen, das ist sehr schön visualisiert hier im Nanotrader. Und die Grundlage für die Einfärbung in diesem Chart, das ist diese grüne Linie und das ist nichts weiter als ein ganz simpler 200 Tage gleitender Durchschnitt. Ja, also hier wird praktisch gleitend jeden Tag 200 Tage zurückgeschaut. Auf diese alle Preise, alle Schlusskurse der letzten 200 Tage werden zu einem Durchschnitt verdichtet und der Wert wird dann hier für jeden Tag eingetragen und ergibt dann diese grüne Linie. Und das ist ganz einfach zu interpretieren. Befindet sich der Markt und damit die Kerzen und der Chart über dieser grünen Linie, also über dem 200-Tage-Durchschnitt, dann haben wir es mit einem positiven Verlauf zu tun, dann haben wir Kaufsignale, dann haben wir eher ja, steigende Kurse und bewegt sich der Markt unter dieser grünen Linie, so wie das hier von September, Mitte September bis sogar in den November der Fall war beim DAX, dann haben wir es mit fallenden Kursen zu tun und erst immer mit diesen Schnittpunkten hat man diese Signale und hebt sich das gegeneinander auf. So, und nehmen wir jetzt mal an, wir befinden uns jetzt hier an dem 15.11. Das ist also der Tag, an dem der DAX seinen gleitenden Durchschnitt, seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt nach oben verlassen hat. Normalerweise werden Sie das ja kennen, ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Aktie kaufen und Sie gehen jetzt hier meinetwegen rein, ja, zum nahe an den Schlusskurs, das war so 15.000. Was ist das hier? 15.700, ungefähr 711. Da gehen Sie jetzt rein und kaufen. So, dann geht der Markt nach oben und dann irgendwo hier zum Beispiel, jetzt machen wir das auch rot, hier an der Stelle sagen Sie, ey, das ist jetzt gut gelaufen. Hier sind wir ja schon bei 16,5. Ne? Also das sind ja knappe 1000 Punkte, die ich hier schon mitnehmen konnte. Sie kaufen also tiefer, Sie kaufen, verkaufen höher, die Differenz, sagen wir mal roundabout 1000 Punkte, um es glatt zu machen. Und hier beim CFD ist es so, jedenfalls bei diesem, dass der Wert eines CFDs wird ja hier immer vom Broker festgelegt. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist. Das kann auch überall unterschiedlich sein. Bei uns ist es so, dass ein DAX-Punkt einem Euro entspricht, beziehungsweise es gibt noch mehrere DAX-Kontrakte. Es gibt noch den DAX, wo Sie auf dem CFD nur ein Zehntel dessen haben. Das heißt also, ein Punkt entspricht dann 10 Cent. Und wir haben sogar auch als CFD einen Future-CFD. Ja, das ist insofern jetzt hier für dieses Absicherungsbeispiel ist das eigentlich völlig egal, was Sie machen, ob Sie den Future nehmen, ob Sie den DAX nehmen oder den kleinen, den großen DAX, wenn ich es mal so nennen darf, oder den kleinen DAX. Das spielt keine Rolle, weil wir ja Short-Positionen aufbauen bei der Absicherung. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich auch zeigen, wie das funktioniert. Und dann spielen die Finanzierungskosten zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Sache bei CFDs, wo man oft mal hinterfragen muss, ja, muss ich das denn haben? Das sind ja praktisch die Zinskosten für das eingesetzte Kapital, weil Sie ja weniger Kapital einsetzen beim CFD, als wenn Sie den DAX direkt kaufen würden oder einen ETF kaufen würden. 16.629 war eben der letzte Kurs. Ein Kontrakt entspricht tatsächlich dem Volumen von 16.629 Euro somit. Ne? Ein Euro, ein Punkt. Und Sie müssen natürlich jetzt nicht deswegen diese Erklärung noch mal kurz der Finanzierungskosten. Sie müssen nicht 16.629 Euro auf den Tisch des Hauses legen, sondern nur 5% von dem. Ja, das sind 830, 840 Euro jetzt roundabout gerechnet, also rund gerechnet. Das heißt, mit 840 Euro der sogenannten Sicherheitsleistung oder Margin können Sie ein Volumen eben von 16.630 Euro bewegen. Dadurch, dass Sie weniger Kapital aufwenden müssen, als Sie hier traden können,
spricht man auch von der sogenannten Hebelwirkung. Ja, das ist also ganz wichtig. Und da ja der größte Teil, nämlich 95% der gehandelten Summe, nicht in Geld hier hinterlegt wird bei diesem Geschäft, für diese Summe fallen dann Finanzierungskosten an, in dem Moment, wo man eine Nacht diesen Kontrakt hält. Ja, also für jeden einzelnen Tag oder für jede einzelne Nacht, ist wie bei einer Hotelübernachtung sozusagen, zahlen Sie dann Finanzierungskosten bei der Long-Seite, bekommen aber jetzt, weil die Zinsen ja gestiegen sind, auf der Short-Seite sogar was zurück. Das heißt, das ist so ein Wechselspiel. Ne? Bei Long zahlen Sie was, bei Short bekommen Sie was. Und deswegen spielen die bei der Absicherung so überhaupt keine Rolle. So, zurück zu unserem Beispiel. 1000 Euro haben wir Differenz. Das heißt, Sie haben 1000 Euro, 1000 Punkte haben wir Differenz. Das heißt, Sie haben 1000 Euro gewonnen. Ja, das wäre das Beispiel, so wie man es kennt. Eigentlich wie man eine Aktie handelt. Man kauft tief, man verkauft hoch und die Differenz kann man dann als Gewinn einsacken. Umgekehrt fällt der CFD und man stellt dann zu einem tieferen Kurs glatt, beispielsweise 100 Punkte tiefer, dann hat man eben auch 100 Euro, ne, ein Punkt, ein Euro hat man eben 100 Euro auch verloren. Ja, so ist das Spiel. Jetzt aber zum umgekehrten Fall. Und das ist ja das Spannende, das ist ja das, was wir uns eigentlich anschauen wollen. Das ist einer der größten Kursverluste in kurzer Zeit, die der DAX hingelegt hat in den letzten, ja, mittlerweile sind es ja dann, ist es ja dann jetzt fast schon 4 Jahre her, im Februar 20. Gott, die Zeit vergeht. Der sogenannte Corona-Crash, ja. 4 Jahre ist es schon wieder her. Wahnsinn. Also Sie sehen, hier oben war der bei 13,5, also deutlich niedriger noch als jetzt. Und dann ging es sehr schnell an den 200-Tagesdurchschnitt. Da ging es dann drunter, der war so bei 12,55. Und dann ging es richtig abwärts. Und Sie sehen, hier gibt es sogar eine Kurslücke. Ja, von einem Tag zum anderen ein Riesensprung um 500 Punkte fast nach unten. Ja, und dann ist die Kerze nochmal richtig lang und verliert nochmal 500 Punkte. Das heißt also, von diesem Tag hier vom 6.3. bis zum Schlusskurs am 9.3. am Montag, deswegen auch diese Kurslücke, das war praktisch ein Wochenende, da müssen die sich die Nachrichtenlage nochmal richtig verschlimmert haben, ist der mal locker 9.000 Punkte nach unten geschossen. Ja, und dann geht das weiter. Schnell, schnell, schnell. Und Sie wissen ja, oder wissen es auch nicht, die Märkte fallen wesentlich schneller, als sie steigen. Ja, also das hier spielte sich von 13,5 auf 8.000 ging es dann sogar im Tief. Ja, also extremst nach unten, 5.500 Punkte. Und das spielte sich, wie gesagt, hier oben waren wir am 20.2. Und das Tief haben wir dann am 19.3. Also innerhalb eines Monats haben wir diese Wahnsinnsabwärtsbewegung gemacht. Und wenn man dann einen Monat später schaut, da haben wir dann gerade mal, da waren wir gerade mal wieder bei 10.000, 10.500, also gerade mal zweieinhalb, aber immerhin 50% schon wieder dieser Bewegung aufgeholt. Das heißt, man muss also auch schnell sein, um so eine Absicherung zu starten. Und nehmen wir also mal an, Sie waren so schlau und haben Ihren Aktienbestand einfach hier an der Stelle bei 12,5 haben Sie dann den DAX CFD verkauft. Das heißt, Sie machen es einfach umgekehrt. Sie verkaufen zuerst, bevor Sie dann hoffentlich zu günstigeren Preisen, zu niedrigeren Preisen zurückkaufen. Das ist das Spiel. Ja, so funktioniert das. Und dann sehen Sie diesem Kursrutsch sehr gelassen entgegen, weil idealerweise haben Sie die Positionsgröße im CFD Ihrem Depot angepasst. Deswegen ist ja dieses Zehntel, also diese 10 Cent CFD ist ja so toll, weil Sie da sehr genau die Größe Ihres Depots absichern können. Ja, also so Faustformel wäre, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, tatsächlich ein 15.000-Euro-Depot haben auf deutsche Aktien und der steht eben jetzt hier bei 16,6, dann ist ein Kontrakt genau ideal, ne, weil Sie ja dann praktisch Ihr gesamtes Depot abgesichert haben gegen die Kurse. Das wird nie 1 zu 1 funktionieren, das ist auch klar, ne, weil eben die Aktien sich ein klein bisschen anders entwickeln werden als der DAX, aber in der Tendenz wird es stimmen. Ja, und dann sehen Sie dem hier ganz gelassen entgegen, weil mit jedem Schritt nach unten verdienen Sie Geld im CFD und dieses Geld kompensiert die Verluste bei den Aktien oder bei irgendwelchen anderen Positionen, die Sie haben, die auch von diesen fallenden Kursen betroffen sind.
Und dann ist das gut. Und dann irgendwann müssen sie ja entscheiden, wo gehe ich dann halt wieder raus. Es ist ja ein Nullsummenspiel letztendlich. Selbst wenn sie hier noch drin sind, haben sie zwar wiederum Gewinne abgegeben mit der Absicherungsposition, aber ihr Depot hat ja dann auch wieder zugelegt. Also es ist dann im Prinzip eine schöne Sache und vielleicht sagen sie sich sogar, ach komm, an der Stelle hebe ich es wieder auf. Ja, und nehmen die Gewinne einfach mit und schau mal, dass es wieder nach oben geht. Oder eben spätestens hier an der Stelle, wo der dann wieder seinen 200-Tage-Durchschnitt nach oben verlässt. Nicht? Also selbst hier wäre es, ja, wären sie eigentlich plus minus null. Ne? Fast an der gleichen Stelle, wo sie eingestiegen sind. Aber sie waren abgesichert, eben gegen diesen Kursrutsch. Und das ist halt nicht ganz so nervenaufreibend, würde ich mal sagen. Ja? Also insofern, schöne Sache. Also so funktioniert das. Und so kann man das so ein bisschen timen und so kann man sich das im Prinzip ein wenig anschauen. Ich gucke gerade mal nach den Fragen, deswegen kurze Pause mal beim Reden. Genau, bei Depotgröße 30.000 Euro müsste ich zwei Kontrakte kaufen zur Absicherung. Also es ist wirklich eine Pi mal Daumen Formel. Ne? Also verkaufen natürlich, ne? Also Short gehen, genau. Ja, es ist wirklich eine Pi mal Daumen-Regel, dass Sie so ungefähr mal ein Verständnis dafür haben. Aber Sie könnten ja auch anhand der Charts sich das durchaus mal angucken, wie dieses Verhältnis dann wirklich ist, wie Ihr Depot sich im Verhältnis zum CFD entwickelt. Na, dann kriegen Sie ganz schnell ein Gefühl dafür, wie das funktioniert. Und selbst wenn Sie ein 20.000er Depot haben, dann können Sie ja zusätzlich zu diesem großen Germany 40 ja auch noch fünf kleine zum Beispiel, ja, oder vier kleine, also diese 10 Cent Germany 40 verkaufen. Ja, das ist also relativ simpel. Wie kriegt man diesen Moving Average hier, also den gleitenden Durchschnitt in den Chart hinein beim Nano Trader? Das funktioniert hier über diese Schaltfläche. Diese da, das ist nämlich der Sentiment hinzufügen Dialog. Na, und da klicken Sie einfach drauf. Und dann haben Sie hier schon bei den Favoriten auf der linken Seite den Moving Average. Und wenn Sie das mit den Einfärbungen haben wollen, in der kostenfreien Free-Version gibt es eh nur einen Knopf hier. Und dann gibt es hier noch so eine Knöpfe zum Reindrücken wie hier. Nur da steht dann, oder nee, es ist ein Haken bei der kostenfreien Free-Version, wo Sie sagen können, visualisiere mir mal den Hintergrund, dann sieht das genauso aus wie bei mir. Ja, also das ist dann hier auch in der kostenfreien Version verfügbar. Und wenn Sie den Full haben, so wie ich das jetzt habe, der übrigens 29 Euro im Monat kostet und Ihnen eben die volle Funktionalität des Nanotraders zur Verfügung stellt, dann klicken Sie hier auf Filter. Ja, auf diesen Filter-Button. Ja, dann sieht das genauso aus da auf den. Ja, also hier Moving Average Filter und dann ist das Ding genauso drin hier, wie Sie es hier sehen. Okay. Sehe schon, kommen jetzt einige Fragen. Ich würde gerne den S&P kaufen und also gedeckt und ihn dann zu verkaufen und würde dadurch keine Margin hinterlegen wollen oder müssen. Wie setzt man das um? Gar nicht. Gar nicht, weil sie den S&P in der Form gar nicht, sie können ihn gar nicht erwerben. Das gibt es ja gar nicht als Handelsvehikel. Es gibt Futures da drauf, nur da ist es ja genauso. Mit jedem Future-Kauf oder Verkauf müssen sie ja Margins hinterlegen. Also diese Margin-Hinterlegung können sie in dem Moment nicht verhindern. Ja? Also ein bisschen Kapital ist dafür erforderlich, um eine Absicherungsstrategie zu fahren. Das sind Erkenntnisse aus der Vergangenheit. Wie entscheidet man aber, wenn man jetzt entscheiden müsste? Ja, genau so, wie ich es Ihnen gezeigt habe, indem Sie diesen Moving Average zum Beispiel im Auge behalten oder noch mal ganz entspannt ein paar Minuten abwarten. Ich erkläre Ihnen gleich noch, wie Sie auch den Trend etwas anders bestimmen können, also woran Sie sich dann halten können. Auch nicht über ETF, ja, den können Sie ja handeln. Nur, wie gesagt, die Margin wird immer ausgelöst. Ja, also, und ich weiß gar nicht, bei dem SPY ist das immer so eine Sache, ob Sie den als deutscher Anleger überhaupt handeln können dürfen, ob die Broker Ihnen das zur Verfügung stellen. Bei uns gibt es den als ETF nicht.
So, wie bekommt man den Nanotrader? Das sage ich Ihnen gleich noch. Wir machen noch Beispiele. Ja? Es kommen ganz viele Fragen jetzt. Wie mache ich das, das und das und das? Ruhig Blut. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben noch 35 Minuten und ich zeige Ihnen gleich nochmal, wie das wirklich in der Praxis funktioniert. Auch wenn die Absicherung vielleicht nicht funktioniert, das machen wir gleich. Ich will noch mal ganz kurz einen Exkurs machen, und zwar zum Future, damit wir das auch mal verstanden haben, was der Unterschied ist zwischen CFD und Future. Normalerweise sagt man ja immer, wenn ich ein Future-Konto habe, brauche ich mehr Kapital, weil die Kontrakte auch anders spezifiziert sind. Da kommt jetzt nicht dieser Wertefall, also die Festlegung des Wertes pro Punkt vom Broker, sondern immer von der jeweiligen Börse. Und die Eurex ist ja unsere deutsche Terminbörse, wo der DAX auch gehandelt wird. Und da gibt es drei DAX-Futures, nämlich einmal den großen DAX mit 25 Euro, den Mini-DAX mit 5 Euro und die Mikro-DAX mit einem Euro pro Punkt. Also praktisch wie so ein CFD. Und hier sehen Sie jetzt die Intraday-Margin für diese Kontrakte und Sie sehen auch die Overnight. Margin. Die brauchen Sie natürlich, wenn Sie absichern wollen, weil Sie ja auf jeden Fall mehrere Tage die Position halten werden. Also da sehen Sie, ein bisschen Kapital ist dann schon nochmal nötig, um so ein Depot halt abzusichern. Ja, das kriegen Sie, wie gesagt, anders nicht so eben mal hin. So Cross-Margining und so funktioniert auch noch nicht mal bei den Anbietern hundertprozentig, die alles in einem Depot haben. Bei uns ist das ja nicht der Fall. Bei uns haben Sie für CFD Forex ein Konto, für die Futures ein Konto und wir im Moment haben wir noch US-Aktien über unseren Neobroker Freestocks und ja, da können Sie dann US-Aktien kaufen, aber es sind immer verschiedene Konten. Ja, deswegen funktioniert das jetzt nicht. Gut, also das auch nochmal zur Erklärung. Das Prinzip ist das gleiche. Wenn Sie eine Absicherung machen, verkaufen Sie erst den Future, kaufen ihn dann zurück. Ja, also es ist nicht großartig anders. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie wir denn nun diesen Trend bestimmen. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir wissen, ich muss jetzt eine Absicherung starten und wie kriege ich das auch hin, ich muss die wieder auflösen. Und das ist auch eine relativ simple Sache. Sie können zunächst, wie gesagt, sich am 200-Tage-Durchschnitt orientieren. In der kostenfreien Free-Version und auch in der kostenpflichtigen Full-Version gibt es hier oben in der Kursleiste dieses Ringesymbol. Da sehen Sie auch, da poppt jetzt Symbolverbindung auch auf, wenn ich mit der Maus dahin gehe. Das gleiche habe ich hier im Chart. Und Sie sehen, die Farbe ist gleich. Ja, es gibt hier verschiedene Farbschemata. Und wenn ich also das beides auf Rot stelle und dann einfach mich durchklicke, dann kann ich hier anhand der Kursliste die verschiedenen Charts aufmachen und mir das angucken. Wie sieht das aus? Zum Beispiel, wenn Sie US-Aktien im Depot haben, ist es durchaus interessant, sich den Euro-US-Dollar-Kurs anzuschauen. Der ist seit Mitte Dezember bullish, also eher aufwärts gerichtet, hat jetzt mal ein bisschen nachgegeben. Saisonal sollte das auch eher nach unten gehen. Heute geht es wieder ein bisschen nach oben. Das bedeutet aber auch, wenn der Euro-US-Dollar steigt, fällt umgekehrt das US-Dollar-Euro-Verhältnis im gleichen Verhältnis. Das bedeutet, wenn Sie US-Dollar haben in Aktien und der Euro-US-Dollar steigt, bekommen Sie umgekehrt, wenn Sie US-Dollar wieder zurücktauschen, Euro, weniger Euro zurück aufgrund der Wechselkursschwankungen. Ganz, ganz wichtig. Deswegen ist das also sehr, sehr gut, wenn man mit dem US-Aktienhandel zu möglichst hohen Euro-US-Dollar-Kursen startet, weil dann ist das Währungsrisiko nachher für das Zurücktauschen eben geringer. Ja, also das nur mal so als kleinen Tipp. So, dann können Sie hier also einfach durchgehen und das Ganze sich anschauen. So. Jetzt gibt es ja, und diejenigen, die von André Starke auch kommen, von der Community, werden das Ganze kennen. Er hat da eine sehr einfache Methode, wie er die Trends für ein Jahr bestimmt, und zwar immer zum Jahresanfang, also genau jetzt für das folgende Börsenjahr. Das nennt er Drei-Daumen-Regel. Und das ist eigentlich relativ simpel. Wir gehen zuerst auf den letzten Handelstag des Jahres 2023. Das war hier, der 29.12.2023. Und dann schauen wir uns, und hier unten in dieser Leiste sehen Sie das, wenn ich mit der Maus hier drauf
bleibe. Dann sehen Sie dort OCHL, Open, Close, High, Low, ja, oder Eröffnung, Schlusskurs, Höchstkurs, Tiefskurs. Und der Schlusskurs war 16.758,7. Dann gehen wir hier oben in unsere Zeichentools, holen uns die horizontale Linie, klicken einmal drauf. Jetzt sehen Sie, meine Maus wird zu einem wunderschönen Bleistift. 16.758,7, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, tippen wir mal richtig ein, damit der da auch genau ist. Ja, 16.758,7. Also genau getroffen. Und die Linie, die verlängert sich auch von ganz alleine. Das heißt also, jetzt habe ich hier praktisch diesen Jahresschlusskurs mit dieser Linie markiert. Man nennt das auch in der Fachsprache Year to Date. Mein Gott, hier, also hier wie das Jahr. Year to Date. Das ist also der entscheidende Kurs, der schon mal für diese drei Daumenregel spricht. So, und dann, da sind wir eigentlich noch nicht fertig, weil das dritte Kriterium sind die ersten 5 Handelstage im neuen Jahr. Ja, nun sind wir heute erst am dritten Handelstag, also wir können noch nicht wirklich sagen, wie es ausgeht, aber die Tendenz ist eher im Moment noch abwärts gerichtet. Ja, da brauche ich jetzt gar nicht groß gucken, weil ich sehe ja erst bei 16.629, wir waren wie gesagt bei 16.758 am Schlusskurs zum Jahr. Und die Tage waren jetzt erstmal deutlich schwächer und jetzt sind wir eher mal so ein bisschen seitwärts. Ja, heute waren wir sogar noch mal tiefer. Wir waren sogar schon unter der 16,5 heute im Laufe des Tages und haben uns jetzt durch positive Zahlen aus den USA wieder erholt. So, ja, das ist also 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir noch 4 und 5. Und wenn das so bleiben würde, dass der Markt unter dem Year-to-Date bleibt und die ersten 5 Handelstage tatsächlich schwächerer Natur sind, dann würde der Daumen für Year-to-Date runtergehen, der Daumen für die für ersten 5 Handelstage und nur noch der Daumen für die 200-Tage-Linie, das ist nämlich das dritte Kriterium, würden nach oben gehen. Das heißt, der DAX hätte nur noch einen Daumen nach oben und das ist dann schon mal ein Zeichen dafür, dass man sich bereithalten sollte. Es könnte jetzt nach unten gehen, es könnte schwächer werden, ich muss eine Absicherung starten. Und so können Sie das mit jedem einzelnen Markt machen. Ja, das ist also eine sehr, sehr einfache Sache, wie man das durchziehen kann. Ja? Und insofern Handelstage. Ja? Also der erste Handelstag war der 2.1.24. Ja? Ganz genau. Ja? Der 2.1.24. Ich spreche von Handelstagen. Ne? Das ist also der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Montag und dann der Dienstag. Das ist der 5. Handelstag. Ja? Also insofern sind wir erst im dritten. Sie sehen das ja auch hier. Der zeigt es Ihnen ja an, der Nanotrader. Sie müssen ja noch nicht mal rechnen, sondern Sie sehen ja, das ist der, ach, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch, 2.1., ja. Oh Gott, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wir sind am 4. natürlich. Entschuldigung, ich bin falsch. Also 1, 2, 3, 4, ja, Sie brauchen ja nur die Candles zielen letztendlich. 1, 2, 3, 4, also 4. Handelstag haben wir heute. Rechnen will gelernt sein und dann am Montag. Der Montag war der Schlusskurs. Das ist entscheidend für alle. Dann haben wir die 5 Tage rum. Dann wissen wir, wie die Daumen auch aussehen. Ja? Also das ist relativ simpel. So kann man das also machen. Und das ist wirklich eine tolle Methode, um über das ganze Jahr hinweg zu sehen, wo steht der Markt. Denn diese Marken gelten dann tatsächlich bis zum letzten Handelstag diesen Jahres. Und die 200-Tage-Linie haben wir ja sowieso fortlaufend im Chart. Ja, und dann können wir also immer sehen, was los ist. Und wenn eben diese 200-Tage-Linie dann auch noch nach unten durchbrochen wird, da sind wir allerdings weit weg noch, ne? 15.850 sind wir ja da erst. Da müssen wir also noch ein bisschen verlieren. Dann wird es richtig brenzlig. Ja? Also dann könnte es tatsächlich, wenn die dann auf Schlusskursbasis, das ist immer ganz wichtig, nach unten verletzt wird, dann ist das ein Zeichen für große Schwäche. Ja, dann ist das wirklich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Und spätestens da muss man dann abgesichert sein. Ja. So kann dann natürlich jeder seine eigene Methode machen. Das wäre mal das Beispiel, was viele von André Stagge ja kennen. Was auch noch funktioniert ist, wenn Sie die Vollversion im Nanotrader haben, dann gehen Sie einfach hier auf unsere Arbeitsplatzleiste. Die ist immer hier am Rand auch zu sehen. Ich hatte sie jetzt mal kurz weggeklickt und einfach angeklickt, damit sie jetzt da ist. Und dann gibt es hier genau die Screener-Skripte. Da gehen Sie mit der Maus einfach auf den Pfeil.
Das ist praktisch ein Screener, der die Märkte durchscreent. Und da gibt es hier, den kriegen Sie auch praktisch vorinstalliert, diesen Screener, wenn Sie den NanoTrader in der Vollversion auf Ihrem Rechner installieren. Dann kriegen Sie den Screener Today's Trends, CFD Forex, Euro-Stocks, also die EU-Stocks und die US-Stocks. Also für diese drei Kategorien, für europäische Aktien, für amerikanische Aktien und für den CFD-Forex-Bereich, gibt es dieses Today's Trend Tool. Und das finde ich ziemlich cool, weil das ziemlich einfach zu handeln ist. Sie gehen einfach rechts hier drauf und sagen Status-Report erzeugen und starten das Ganze. Mache ich jetzt nicht, dauert ein bisschen länger, weil er 50 Märkte jetzt durchscannen würde. Ich habe das aber schon vorbereitet. Wenn er fertig ist, kommt dann so eine Tabelle raus, ein solcher Screener. Und Sie sehen jetzt hier diese 50 Märkte. Sie sehen die Trendrichtung und Sie sehen auch die Trendanzahl, also die Anzahl der Tage, die dieser Markt schon in dem Trend ist, der angezeigt wird. Was wir sehen ist, dass jetzt im Moment es noch nicht so schlimm ist auf Basis dieser Definition bei den großen Indizes. Ne? Der DAX, der Franzose, der S&P, der Nasdaq und die Dow sind alle neutral noch im Moment. Also da ist noch nichts zu sehen von Short-Signal an der Stelle. Wenn wir dann mal gucken, wenn es Signale gibt, dann haben wir zum Beispiel hier Long-Signale sogar in der Schweiz und in Japan. Ja, also Nikkei, ganz frische Long-Signale sind erst einen Tag alt. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn die noch so frisch sind, kann sich das auch schnell wieder ins Neutrale ändern, aber so ein bis zwei ist natürlich interessant, weil das Ganze dann schon ein wenig bestätigt ist. Silber zum Beispiel ist schon den fünften Tag short. Ja, also das ist zum Beispiel eine Sache, die relativ klar aussieht. Gucken wir uns den Chart mal an, da gehen Sie einfach doppelt drauf und dann sehen wir das hier, genau, ne? Hier war eigentlich alles noch grün, alles schön, dann wird auch hier der Durchschnitt, das ist auch ein Durchschnitt, auf dem das basiert, verletzt nach unten und dann ist der schon gut dabei. Ja, und wenn man jetzt hier das sieht, einen Tag short und guckt dann am zweiten Tag und es geht weiter runter, dann weiß ich, okay, jetzt ist es erstmal short. Ja, so kann man das also auch relativ einfach bestimmen. So, ich gucke nochmal, ich glaube, ein paar Fragen sind mir einfach durchgegangen hier. Bin so im Schwung. Könnten Sie den Absicherungsmechanismus nochmal grundsätzlich erklären? Ja, das habe ich ja jetzt sehr ausführlich gemacht am Anfang. Da würde ich Sie einfach um Folgendes bitten. Wir zeichnen das Ganze ja hier auf. Dieses Webinar ist dann auch bei uns im YouTube-Kanal unter WH Self Invest Deutschland zu finden. Oder aber Sie gehen hier oben, wenn Sie Nanotrader vielleicht auch mal ausprobieren und einfach mal in die Demo gehen vom Nanotrader, ja? Probieren Sie es einfach mal aus, ja? Holen Sie sich mal die Demo für CFD Forex und da können Sie 14 Tage kostenfrei alles in Ruhe durchtesten. Und ich gucke gerade mal. Ich glaube, das letzte ist, nee, das ist anscheinend noch nicht veröffentlicht, weil Sie sehen dann immer hier YouTube, ja, WHS YouTube, ne? Aktien-Top-Stops hier. Hier zum Beispiel die drei wichtigsten Zutaten für erfolgreiches Handeln. Ne, das war bei Bulle und Bär auf der WOT. Ja, da können Sie also meinen Vortrag sehen. Die größten Fallen beim Investieren, Nebenwerte. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Aufzeichnungen immer dazu. Hier zum Beispiel, das ist auch so ein typisches Webinar. Hier, nee, jetzt ist er wieder umgesprungen. Ja, wo haben wir denn mal ein normales Webinar hier? Gibt es noch nicht. Sind die ganzen Vorträge hier? Egal. Also bei YouTube jedenfalls finden Sie die. Und Sie können auch hier auf Portal gehen und dann auf WH Self Invest YouTube oder den Kanal einfach suchen, WH Self Invest Deutschland. Dort finden Sie die Aufzeichnung von den ganzen Webinaren und da können Sie dann sich die Aufzeichnung auch nochmal anschauen. Oder noch anders, wenn Sie es schaffen, am kommenden Donnerstag, da haben wir es extra ein bisschen später angesetzt, 18 bis 19 Uhr gibt es nochmal
dieses Webinar hier als Folgewebinar sozusagen vom André. Und da will ich das auch nochmal erklären. Aber das wäre jetzt für die anderen Teilnehmer, glaube ich, ein bisschen too much, wenn ich jetzt nochmal das genau erkläre. So, vielleicht etwas zur Absicherung. Beispiel Short gehen und die Long-Position einfach beibehalten. Genau so ist es. Ja? Also Sie behalten einfach Ihre Long-Position, Sie behalten einfach Ihre Aktien und verkaufen mit einer sogenannten Short-Position einen CFD oder einen Future, je nachdem, was Sie auch an Kapitalmitteln zur Verfügung haben und auch wie groß der Absicherungsbedarf ist aufgrund der Positionen, die Sie haben. So. Die Einfärbung über den gesamten Bildschirm funktioniert bei mir nicht. Das weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, aber Sie müssten das Ganze als Filter einfügen in der Vollversion oder eben diesen Haken setzen, dass die Einfärbungen vorgenommen werden. Also das nennt sich dann Visualisierung der Signale im Chart. Das muss angehakt sein und dann funktioniert es auch. So, was für eine Handelszeit nutzt man dabei? 17:30 oder 22 Uhr? Beim DAX ist es mit Sicherheit 17:30, weil das auf Basis von Cetra dann berechnet wird und bei den Amerikanern dann 22 Uhr folgerichtig. Ja, also dass der Schlusskurs praktisch der Sessions am Montag, da wird es dann spannend, da ist es dann entscheidend. So, Dankeschön für die Neujahrsgrüße, gebe ich auch zurück. Kann man auch ohne Nano-Trader traden mit WH Self-Invest? Kann man. Es gibt ja, wie gesagt, die freie Version, die kriegt man ja immer dazu, wenn man ein Konto eröffnet. Man kann aber auch, gerade im CFD-Bereich, kann man zum Beispiel auch mit TradingView arbeiten oder mit unserem Web-Trader, der auch auf TradingView-Basis basiert. Oder man kann im Future-Bereich auch alle möglichen Chart-Software nehmen oder Trading-Plattformen, zum Beispiel Sierra Chart, Volvix, Atas, Trade Navigator, also die alle mit unserer Schnittstelle für den Future-Handel mit CFD entsprechend vorbereitet sind, also die das können. Ja. So, dann wollte ich noch mal ein bisschen sputen, hier auf meine Folien gehen. So, also, vielleicht auch nochmal dazu. Es gibt noch eine kleine Sonderaktion von mir und zwar jeder Teilnehmer an diesem Webinar hat die Möglichkeit, bis zum 7. Januar, 23.59 Uhr, das ist Sonntagabend, ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir zu buchen. Ich habe gerade geschrieben, Wert unbezahlbar. Also es geht darum, ja, Strategieberatungsgespräch kann man es nennen. Wenn Sie Fragen auf dem Herzen haben, also auch speziell jetzt zu diesem Absicherungsthema oder welches Produkt für Sie vielleicht am besten geeignet ist oder welche Plattform oder wie Sie leichter in die Plattform reinfinden können oder ja, wie gesagt, strategisch, ich versuche alle Fragen in diesem, es ist ein halbstündiges Telefonat, also maximal 30 Minuten lang, das können Sie einfach buchen über Calendly. Und dann können wir uns unterhalten und ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Manche werde ich nicht beantworten können. Das hat sich in der Vergangenheit auch schon gezeigt, ja, weil das entweder nicht mein Thema ist oder ich es auch schlicht und ergreifend nicht darf. Ja, es gibt auch Dinge, da darf ich eben nicht drüber sprechen, weil ich hier bei einem Broker arbeite. Also, das Ding heißt hier Calendly. Und den Link, den kriegen Sie auch nochmal exklusiv von mir. Zack, da ist er. Also da können Sie den Link nehmen oder auch wunderbar, wie man das jetzt neuerdings so macht, einfach mit dem Smartphone den QR-Code scannen und dann über Calendly den Termin buchen. So, dann würde ich nochmal gerne die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sie bei uns, also bei WH Self-Invest, ein Konto eröffnen wollen würden. Es gibt ja vielleicht auch noch Nicht-Kunden hier in diesem Webinar und wir haben jetzt schon einiges gesehen, was der Nanotrader auch kann und ich werde auch gleich das nochmal in der Praxis zeigen, wie diese Absicherung funktioniert, wie schön man da auch handeln kann aus dem Nanotrader. Also insofern würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn Sie da mal klicken. Ja, super, es läuft doch schon mal sehr gut. Teilen sich auch viele. Hervorragend. Sollte eigentlich auch für jeden Punkt dabei sein. Ne? Sehr wahrscheinlich, also
praktisch sofort, ist natürlich der beste Punkt. Dann wahrscheinlich 6 Wochen, 13, dann haben wir unwahrscheinlich, dann haben wir, ich bin bereits Kunde, gibt es natürlich auch welche, und ich schaue mich nur um. Das ist dann ja derjenige, der einfach mal ein bisschen Informationen sammeln will. Die Frage ist natürlich, wie lange schaut man sich um? Ne? Oder kommt man ins Handeln? Kommt man nicht ins Handeln? Das sind alles so Sachen, da, das ist so wie mit den Neujahrsvorsätzen, man nimmt sich immer viel vor. Und dann am Ende des Jahres stellt man fest, naja, das mit dem Vorsatz hat auch nicht so gut geklappt. Also deswegen sehen Sie da auch wirklich zu, ins Handeln zu kommen. Und ja, die Zeit, das Zeitfenster ist noch da, ne, dass wir auch unsere Bestände sichern können. Deswegen machen wir dieses Webinar ja genau jetzt. Und ja, die Zeit, also der Markt wartet nicht auf Sie. Das ist so meine Botschaft. So, also wenn Sie ein CFD- oder Futures-Konto öffnen wollen, dann können Sie das eben ganz einfach online tun über unsere Webseite. Da zeige ich Ihnen auch gleich noch, wie Sie das machen. Warum sollten Sie das bei uns machen? Was ist wichtig, wenn Sie einen Broker auswählen? Gerade im CFD-Bereich ist das Angebot sicherlich eine sehr wichtige Sache. Hat der Broker alles, was Sie brauchen? Ja, gibt es eben Indizes, die zum Beispiel Cash- oder Futures-basiert sind? Das gibt es eben nicht überall. Ja, oder es gibt auch so thematische Cash-Indizes, die wir da extra zusammengesetzt haben, die auch sehr interessant sind, ja, wo man also verschiedene Themen auch KI-mäßig und Krypto und sowas handeln kann. Dann gibt es Rohstoffe, Energie, Metall, Agrarstoff, Getreide. Wir haben das größte Rohstoffangebot im CFD überhaupt. Obligationen, Zinsen, ja, 16 Aktienmärkte, und übrigens, da sind sie, die ETFs, die können Sie auch über ein CFD-Konto entsprechend handeln, ja. Aber das funktioniert eben nicht so, wie Sie gerade es meinten, dass ich das eine kaufe und das andere verkaufe und dann hebt sich die Margin auf. Sie müssen für beide Positionen die Margin hinterlegen. Jeder Kunde kann jeden bekannten CFD-Typ handeln, also traditionelle CFD-Forex-Kontrakte oder Mini-CFDs, hatten wir ja auch schon besprochen, von einem Cent pro Tick. Wir haben kein Dealingsbrett, wir sind kein Market Maker. Es gibt Original-Marktspreads, bei den Aktien sogar der originale Spread, so wie er an der Hauptbörse zu dem Zeitpunkt, wo Sie ordern, besteht. Es gibt keine Handelsaufschläge. Wir haben wirklich echte Marktdaten hier im CFD-Bereich und das kostenfrei. Das ist ja auch so eine Sache. Wo bekommen Sie echte Börsenkurse kostenfrei? Beim CFD-Konto mit WH Self Invest. Und ich habe das mal zusammengerechnet. Wenn Sie für alle Märkte nur die Kursdaten abonnieren wollen, kommen Sie ganz locker bei einem großen Datenanbieter, und das ist jetzt kein Quatsch, auf circa 300, 400, manchmal sogar 500 € im Monat. Ja? Also das ist schon echt stark, was Sie hier kriegen. Und das Ganze, wie gesagt, in Reuters-Qualität bei den Aktien. Ja? Also ein riesiges Angebot. Mindesteinlage ist 500 €. Und wenn Sie unser Minikonto nehmen, eben mit diesen 500 €, dann zahlen Sie auch wirklich eine ganz kleine Kommission. Wir sind ja ein Broker, wie gesagt, kein Market Maker, der an irgendwelchen Kursstellungen oder Spread-Erweiterungen partizipiert, die Sie so vielleicht gar nicht mitkriegen, sondern wir verdienen ausschließlich an der Handelskommission, und die ist sehr gering, nämlich die liegt bei 0,007% pro Order. Also wenn Sie einen DAX Cash CFD zu 16.000 handeln, sind das gerade mal 1,12 €. Also das ist wirklich machbar. Keine Slippage, keine Requotes. Sowas gibt es ja auch, ne? Das Slippage schlechtere Ausführung. Requotes, Sie können gar nicht, also Sie klicken auf den Market-Knopf, so wie wir das gleich machen. Und dann sagt der Broker auf einmal, nee, den Kurs kriegst du nicht mehr, du kannst jetzt nur noch diesen Kurs bekommen. Und dann hast du unter Umständen auch noch, dann läuft so ein Timer, dass du noch 5 Sekunden Zeit hast, und sich dafür zu entscheiden. Und das sind Market Maker, das wollen wir eigentlich nicht. Ja? Also wir wollen sofortige Ausführungen, Höchstgeschwindigkeit in der Ausführung. 9 von 10 Fällen werden die Orders in weniger als eine Sekunde gesendet, ausgeführt und bestätigt. Sie kriegen sogar einen besseren Preis in 70% der Fälle für Ihr eigenes Limit, also für eine Limit-Order. Wenn Sie da einen Preis eingeben, kriegen Sie einen besseren Preis in 70% der Fällen, als Sie eigentlich haben wollten. Also Sie werden günstiger ausgeführt. Wir können sogar bessere Preise stellen in einzelnen börsennotierten Aktien, CFDs, weil wir da einen Anpassungsprozess haben. Und es gibt eben keine versteckten Kosten durch Telefonorders, durch Liquidierung, für das Modifizieren oder Löschen von Orders, ja, zum Beispiel. Oder
Für Short-Positionen gibt es alles nichts. Es gibt auch keine monatliche Inaktivitätsgebühr. Beim Future-Handel ist wichtig zu beachten, dass Sie vernünftige Kursdaten haben, nämlich Tick-by-Tick-Daten. Das ohne Zusatzkosten. Sie kriegen günstige Datenpakete von uns. Es gibt Zugang zu allen Futures-Märkten. Wir sind seit 98 ein namhafter Broker, also schon etwas länger am Markt. Und ja, durch namhafte Aufsichtsbehörden werden wir auch beaufsichtigt. Wir haben alle möglichen Trading-Plattformen. Ich habe meine gesehen zu haben. Da hat jemand gefragt, kann man mit Atlas bei euch handeln? Hier ist es schwarz auf weiß. Kann man Trading-Tools, also es gibt Schulungswebinare. Sie sind ja jetzt gerade in einem. Ja, wir haben jede Woche richtig gutes Programm, was das Lernen von des Tradings anbelangt. Und außerdem noch vielen Dank für Ihren legendären Support. Wenn ich mir Bekannte bei anderen Anbietern so anschaue, die können von so etwas nur träumen. Das ist es. Wir haben einen Service auf Deutsch von 8 bis 22 Uhr. Da können Sie alle Fragen zu Plattform und Konto stellen, die Ihnen auf den Herzen liegen. Und ganz wichtig, Sie können Orders erteilen ohne Zusatzkosten. Falls mal ein technisches Problem irgendwie auftritt mit dem Internet, mit der Plattform, mit sonstigem, dann haben Sie die Möglichkeit, telefonisch uns zu erreichen. Da geht ein Mensch ran, der nimmt Ihre Order entgegen. Und das ist Ihr Backup. Und das ist manchmal so wichtig. Man braucht es nicht oft, aber wenn man es braucht, ist es extrem wichtig, dass Sie das haben. Traden Sie bitte keine Futures, wenn Sie nicht Tick-by-Tick-Daten haben, weil mit sogenannten Snapshot-Daten, die es bei anderen Anbietern zuhauf gibt, werden nur 75% der am Markt getätigten Trades im Orderbuch gezeigt und damit auch in den Charts. Das hat nichts damit zu tun, in welcher Zeitaggregation Sie handeln. Ja, das bedeutet, Sie können damit Geld verlieren mit schlechteren Daten, Sie können eine schlechtere Order-Ausführung und die werden Sie mit Sicherheit haben, weil die erfolgt dann häufiger. Und das kostet im großen DAX-Future so einen Tick, ne, kostet dann 25 Euro. Ja, das ist richtig teuer. Range-Bars, Tick-Charts, diese ganzen schönen Sachen wie Point-and-Figure-Charts können Sie gar nicht nutzen, das ist alles falsch. Ja, die Charts sind unvollständig, die Indikatoren sind falsch. Volumenbasiertes Trading ist völlig unmöglich, wenn Sie nicht Tick-Daten haben. Backtesting ist nicht möglich. Naja, und psychologisch macht das dann auch keinen Spaß. Nur nochmal, um das zu veranschaulichen, wie das aussieht. Das sind Snapshot-Daten auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Das sind unsere Tick-by-Tick-Daten. Schauen Sie mal, was hier alles fehlt. Ja, hier fehlt jede Menge. Und wenn Sie auf solchen Lücken basierend in Ihren Charts mit Ihren Indikatoren Entscheidungen treffen, die Ihr Geld bedeuten, ja, wo Sie Ihr Geld anlegen und die wirklich über Gewinn und Verlust entscheiden können, dann würde ich mich eher für die linke Seite entscheiden, also mit Sicherheit. Also noch einmal, wir haben eine Sonderaktion hier, für diejenigen, die also auch auf sehr wahrscheinlich eben geklickt haben, spannend, ja, jeder Teilnehmer an diesem Webinar kann bis zum 10.01., also bis kommenden Mittwoch, 23.59 Uhr, wenn Sie da ein Konto bei WHSelf Invest eröffnen, egal ob es ein CFD oder Future-Konto ist, bekommen Sie noch ein Goodie dazu, nämlich die Aufzeichnung unseres letzten Nanotrader-Online-Workshops, kostenlos als Zugabe, der kostet mich normalerweise 640 Euro. Den schenken wir Ihnen sozusagen als Einschulung in unsere Plattform. Und wie gesagt, nochmal der Calendly, die Calendly-Einladung, ja, calendly.com/fröhlich-whs oder QR-Code scannen und dann sind Sie sozusagen im Geschäft und können bei mir einen Termin buchen. So. Bevor wir jetzt zum praktischen Schlussbeispiel kommen, so kann man, das hatte ich gesehen, genau, Atlas bei WHSelf Invest traden, genau, ne, habe ich beantwortet. Absicherung mit Optionen kann ich heute nicht drauf eingehen, das ist ein zu heftiges Thema, um das wirklich ausführlich besprechen zu können. Deswegen möchte ich das mal beiseite schieben. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, auch bei uns. Wir machen ein paar Webinare bei André Stagge in der Akademie, natürlich auch, wo sonst, ja, da gibt es auch ganz viele Sachen zu Optionen. Also bitte da mal dann informieren, wie das funktioniert. Man kann eigentlich, man kann sagen, diese Vollkasko-Absicherung, so wie ich sie ja hier auch über den CFD und den Future gezeigt habe, die schaffe ich eigentlich nur durch den Kauf einer Verkaufsoption oder eines Puts. Ja, und dann bin ich eben abgesichert. Und das ist das Einfachste, was man machen kann. Ich trade zurzeit an der US-Börse. Ist die Plattform was für mich? Da würde ich dann eher unseren anderen Service Ihnen empfehlen. Der nennt sich
Free Stocks, also wie das englische Wort für frei, free und dann Stocks mit Doppel-X.com. Freestocks.com, da können Sie kommissionsfrei US-Aktien handeln. Und da geht, das geht nur leider noch nicht über einen Nanotrader, ist aber geplant. Da handeln Sie im Moment noch über eine sehr einfache Webplattform. Im Kalender kann ich mich nicht am Samstag oder Sonntag eintragen. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Im Zweifel nochmal anrufen, den Support bitte. Gibt es Webinar auch offline? Also gibt es eine Aufzeichnung auf gut Deutsch? Ja. Kann man auch ganz normal Aktien, ETFs handeln? Und was kostet das? Also hier bei diesem Nanotrader-Angebot gibt es nur CFD und Forex und Futures. Ja, aber das ist völlig egal. Also der CFD ist ja bei uns abgebildet mit den Original-Aktienpreisen. Sie brauchen keine physische Aktie. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, physische Aktien zu haben, wenn Sie im CFDs handeln können zu den Originalpreisen. Sie bekommen die Dividende, Sie kriegen alles. Ja, also es ist ganz normal, als wenn Sie eine Aktie handeln. Sie verzichten nur auf das Stimmrecht bei der Hauptversammlung. Ja, und ich glaube nicht, dass Sie zur Hauptversammlung wollen. Wo finde ich den Germany 40 mit FDAX-Kursen? In der Plattform, ja, in unserem Angebot. Germany 40, hier, diese Kurse, das sind die Originalkurse, die sich aus dem Future ableiten. Der geht 1:1 wie der Future, ja, hundertprozentig. Den CFD-DAX mit Future-Kursen, ja, den finden Sie hier. Einfach Chart öffnen und dann gehen Sie auf Germany 40. Oh, komm her. Germany 40 und dann haben wir hier, da ist er. Nee, da ist er. Ja, März 24 CFD. Ja, das ist der Future. So, CFDs kommen aber in einen anderen Verrechnungstopf. Das ist nicht so ganz richtig. Ja, also auch bei den Aktien ist das durchaus ein Thema, der Verlustberechnung. Aber lass mich mal vom Steuerberater da beraten. Und die Frage ist ja, beim CFD-Konto haben Sie auch keine großen Konten. Also meistens jeweils. Die 75% unserer Kunden haben jetzt nicht mehr als 10.000 Euro auf ihrem Konto. Und das Ganze geht erst ab 20.000 Euro los. Da muss man also schon viel machen, um überhaupt irgendwie an diese Grenze zu kommen. Und das gilt ja für Gewinne und Verluste, by the way. Ja, also da muss man wirklich gucken, bin ich überhaupt davon betroffen? Erstens. Zweitens, bei Absicherung ist es eh egal, ja, weil wir sichern ja ab. Also insofern ist das völlig wurscht, ne, dieses Thema. Okay, alles klar. Dann noch das Beispiel zum Abschluss. Wie setze ich das denn jetzt auf? Ich habe hier mal so einen Simulationschart, damit das ein bisschen schneller geht jetzt hier, damit wir jetzt nicht zu viel Zeit noch verbrauchen. Und das ist so, ja, wie so DAX praktisch, ja, 15,9 passt ja so ungefähr, 16,6, egal. Ja, das ist ein Zufallsgenerator, der mir hier Kurse gibt und ich kann das jetzt ganz einfach machen. Ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich habe hier zum Beispiel meinen Charttrader oder aber ich habe hier meine Knöpfe, wo ich einen Kontrakt kaufen und einen Kontrakt verkaufen kann, oder ich kann das auch hier oben machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt hier verkaufen kann. Und ich sage jetzt einfach mal Sell. Und wenn ich dann drauf drücke, bin ich im Markt. Oder ich kann das auch viel schneller machen. Ich aktiviere den Einklick und sage hier Sell 1 und zack, da bin ich auch schon im Markt. Das ging jetzt schnell. Ne? Okay, machen wir nochmal langsam. Also, Achtung, ne? Ein Klick, Sell 1, Markt, jetzt, zack. Und ich bin hier drin, 9,17. Ja, da ist 15,9,17 bin ich ausgeführt worden. Da ist jetzt sozusagen mein Markt hin. Und dann sehen Sie, ich habe jetzt minus 1. Ne? Ich habe einen Kontrakt verkauft, zuerst verkauft. Ich habe einen sogenannten Leerverkauf gemacht, ein Short-Geschäft, so wie am Anfang erklärt. Das bedeutet, je tiefer der Markt jetzt geht, unter eben meinem Einstiegskurs von 15,9,17, desto mehr Gewinn mache ich. Ja, jetzt bin ich schon 30 Punkte vorne, 31 Punkte und je tiefer er geht, desto besser ist es. Und diese Gewinne kompensieren dann hoffentlich die Verluste ihrer Aktien. Ja, und dann ist das wunderbar und dann ist das alles bestens. Und wie gesagt, dann spielt das Steuerthema der Aktie auch überhaupt keine Rolle. Ja, das ist hier dann völlig egal. Und wenn Sie das wieder auflösen und diesen Gewinn
mitnehmen wollen, dann kaufen sie eben einfach wieder zurück. Ja, wir kaufen jetzt einen Kontrakt zurück, zack, und dann haben wir 46,50 Euro Gewinn gerade realisiert und haben damit praktisch die Absicherung wieder aufgelöst und haben insofern alles richtig gemacht. Kann man eigene Laufzeiten für den CFD festlegen? Das kann man nicht. Also das ist tatsächlich festgelegt, weil die meisten von uns, so, da bin ich jetzt auch mal wieder mit der Kamera, die meisten CFDs von uns sind ja gar nicht in der Laufzeit begrenzt. Ja? Also diese Begrenzung, das ist ja eine Sache, die speziell dem Future vorbehalten ist oder dem Future CFD. Die meisten sind ja unbegrenzt, ja, also ohne Laufzeit. Und insofern spielt das Laufzeitthema dann nur bei den Future CFDs eine Rolle, ansonsten gar nicht. Ja? Das ist also kein Problem. So, das soll es dann auch gewesen sein. Ich habe alles abgearbeitet, was ich Ihnen zeigen wollte, dass Sie auch mal einen Einblick kriegen, was so der Nanotrader alles kann und wie eine Absicherung vor allen Dingen funktioniert. Und es ist wirklich ganz simpel. Nochmal für diejenigen, die gefragt haben, vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung am Schluss. Sie verkaufen einen CFD oder einen Future. Beim CFD ist das 1 Euro pro Punkt und Sie verkaufen zuerst. Sie kaufen nicht zuerst, sondern Sie verkaufen zuerst in der Hoffnung, zu einem günstigeren Preis diesen CFD dann wieder zurückkaufen zu können. Und wenn Sie das tun, dann ist die Differenz, in dem Falle jetzt, wie wir es hier in der Simulation gesehen haben, oder auch im Falle unseres ganz normalen DAX-CFDs, 1 Euro, ein Punkt. Und wenn Sie 20 Punkte gewonnen haben, dann haben Sie 20 Euro Gewinn gemacht und damit Verluste kompensiert. Das ist die Absicherung. Es ist so simpel, es ist so einfach, mehr ist es eigentlich nicht. Also interpretieren Sie da bitte nicht zu viel rein, sondern es geht einfach nur darum, durch den Verkauf eines anderen Instrumentes, also eines anderen Instrumentes, als Sie in Ihrem Depot oder in Ihrem Portfolio haben, die Kursverluste praktisch abzufangen und aufzufangen. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Englisch heißt das Hedging, wie die Hecke, ja, einzäunen. Das ist das, was wir hier gerade gemacht haben. Okay, dann bedanke ich mich. Sie sind da auch immer noch so viel da. Toll. Also vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht über Calendly hören oder Sie bei den nächsten Webinaren von uns mit dabei sind. Sie sind ja jetzt auch durch die Teilnahme an diesem Webinar in unserem Verteiler. Das heißt, Sie werden regelmäßig auch darüber informiert, was bei uns hier so fortbildungstechnisch läuft. Sei es, dass wir Seminare, also Präsenzseminare machen oder eben solche Webinare wie das hier. Vielen Dank, schönes Wochenende und ja, noch ein schönes, gesundes neues Jahr. Kann man ja auch immer noch wünschen. Bleiben Sie schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Stefan Fröhlich. Ciao, ciao.